Going deeper. Finde dein Sein. Ich kannte Jörg Morte seit Anfang meiner 20er Jahre und er war mein Lebensmensch und ich vielleicht seiner. Und als er sein letztes Buch hat er mir eine Widmung hineingeschrieben. In den Ländern hinter den Spiegeln sagen wir einander Servus und Serva. Und zwar nicht und Serva, sondern das Kreuzerl. Mhm. Servus, Totenkreuz und Serva. Die Länder hinter den Spiegeln, das ist Lewis Carroll, Alice im Totenreich. Ja. Mhm. Sagen wir einander Diener und Dienerin. Und ich sage, Jörg, was hat damit gemeint? Mhm. Und er sagt, das weiß ich selber nicht. Und ein paar Tage später erfuhr er, dass er Krebs hat. Ah. Und da hat er mir geschrieben, also 20. Februar 1979. Teuerste Makabrezza. Also weil ich so makabere Stücke geschrieben habe, aber wird Makabrezza genannt. Sowie Tetrarchin der vier Schattenreiche, Hüterin der Wege von Shambhala und der Pforte nach Agartha, auch Großverweserin der Luftgeister, fürstliche Lenkerin des Besens, etc. Liebe Lotte, habe nach dieser förmlichen Einladung vielen Dank für deinen Brief. Er ist von so liebevoller Kollegialität und von so kollegialem Einfühlungsvermögen, dass er mich glücklich gemacht hat. Es stimmt alles, was du herausgelesen hast, dass du vermutest, dass du vermutlich der einzige Leser bleiben wirst, der begreift, dass ich da nicht einen nostalgischen Unterhaltungsroman, sondern eine Mythologie geschrieben habe. Von Wien, die Mythologie von Wien. Kränkt mich nicht, eher einer genügt. Lediglich in einem Punkt dachte ich mir es anders. Der Ich-Erzähler sollte eigentlich in diesem Kontext und dem sonderbaren Olymp, den ich mir ausgedacht hatte, der Tod sein. Der Tod der Erde. Aber es macht mir nichts aus, wenn das nicht genügend deutlich wird. Symbole haben immer viele Bedeutungen, auch solche, die von Montag auf Dienstag wechseln. Sei bedankt, es gibt nicht viele Leute, die die Courage haben, sich hinzusetzen und einem anderen was Gutes auszuwünschen. Überhaupt unter Kollegen. Und dann erhabene Tetraschen, teuerste Makabrezza, Hüterin der Wege und Pforten etc. Es verlangt mich sehr, euch bald wieder zu sehen. Mögen die Gestirne dafür sorgen, dass es in diesem Frühling einen milden Abend und also die Gelegenheit gibt, vor der Mauer zu sitzen, dem Schreien der Käuze zu lauschen, den Mond zu betrachten und die dazu passenden Gespräche zu führen. Empfehlet mich dem erlauchten Armenier, das ist der Gottfried von Nacht in Armenier, er sah das letzte Mal wahrhaftig so aus, als gedächte er, das Buch Moses in ein Bläserquintett zu übersetzen. Handkuss und Grüße, euer Jörg. Und jetzt schreibe ich. Im Oktober 1985 teilte unser Hausarzt Professor Felix Mülchow uns mit, dass Jörg Morte krank ist und sterben wird. Das darf er aber nicht wissen, hat der Felix Mülchow gesagt. Mit ihm darüber zu sprechen, wäre ein Verbrechen. Ich schrieb Jörg Morte trotzdem. Und Jörg, also mit dir nicht über den Tod zu sprechen, ich meine, nicht zu sprechen wäre ein Verbrechen, selbstverständlich. Ja, ja. Also ich weiß, dass du sterben wirst. Und jetzt müssen wir uns noch so oft, es geht noch sehen, immer wenn er nach Wien kommt, treffen wir uns. Und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und ich habe das damals habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Nächtebuch. Und da habe ich die Geschichte hineingeschrieben. Mhm. Und der Professor Mülchow war der Hausarzt, geht an einer Buchhandlung vorbei und sieht das Buch in einer Auslage und denkt sich, die Lotte hat schon wieder was geschrieben. Tritt ein, ließ sich das Buch vorlegen, schlug es an irgendeiner Stelle auf und las. Liebe Lotte, euer Arzt ist ein Trottel. Und das war eine Geschichte. Gott sei Dank hat der Mülchow Humor gehabt und gelacht. Ja. Und das hat man nämlich zurückgeschrieben an der Maute. Liebe Lotte, euer Arzt ist ein Trottel. Warum soll man mit mir nicht reden? Für mich stellt sich da kein Problem. Ich wusste kaum, sah ich die Gesichter meiner Ärzte auf der Stelle Bescheid. Soll ich jetzt rumgehen und so tun, als wäre ich auf dem Weg der Genesung, was mir eh keiner glauben tät? Also rede ich gleich und warte gar nicht erst ab,
dass es einer dem anderen hinter meinem Rücken erzählt. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich denke, du wirst es schon glauben. Der Tod ist für mich überhaupt kein Problem. Problematisch sind nur die anderen, die mich lieben, die von mir in dieser oder jeder Weise abhängen oder an mir hängen. Also bin ich auch nicht traurig. Im Gegenteil, ich hatte von dem Augenblick, in dem ich es wusste, an ein ungemein euphorisches Gefühl, endlich in Sicherheit zu sein, was insofern etwas komisch ist, als ich an Verfolgungsangst oder dergleichen nie gelitten habe. Halt so in dem Sinn, mir kann nichts mehr passieren, weil passieren tue ich jetzt selber. Und im Ernst halte ich es nicht anders als du wohl, mit den gescheiten Alten. Das Leben weiß nichts vom Tod, der Tod weiß nichts vom Leben. Müß ich davon zu reden. Genau das ist es, was ich fühle. Unterdessen sind 3 Monate vergangen und dieses Gefühl ist geblieben. Und wenn es nicht kokett klänge, würde ich sagen, dass dies die längste Zeit meines Lebens war, in der ich mich glücklich fühlte. Ich nehme es wenigstens an, denn aufs Glücklichsein bin ich ja leider nicht konditioniert worden. Jedenfalls keine Spur von Traurigkeit, keine von Angst. Und ich hoffe, es bleibt so. In den nächsten 3 Monaten, mit denen mir, sagten die Ärzte, ziemlich sicher rechnen kann. Genug, um noch ein Buch fertig zu schreiben, Ordnung zu hinterlassen und sogar noch politisch das eine oder andere in Bewegung zu bringen. Weißt du, selbst meine dümmsten Gegner trauen sich nicht recht, mir zu widersprechen. Ein Sterbender ist halt tabu und ich nütze das schamlos aus. Er war Kulturstadtrat. Ja. Zu meinem Glücklichsein, das nur gelegentlich von physischer Schwäche getrübt wird, dem Gift, das sie mir hier eintröpfeln, um das Vieh in mir zu dressieren, trägt natürlich unglaublich viel bei, dass mir ein Schwall von Liebe, Zuneigung, Sympathie entgegengebracht wird, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das ist ein Überfluss, ein Surplus des Lebens. Ich stehe da und glaube manchmal direkt zu träumen. Und dein Brief ist auch so ein Juwel in meinem Schatz. Ich küsse dich dafür. Nur logisch, wenn du in Wien bist, ruf sofort an. Es kann sein, dass du mich gerade in einem Tiefpunkt erwischst, an dem ich froh bin, wenn ich mich rühren kann. Aber am Tag darauf geht's gewöhnlich schon wieder. Lasst es gut sein, liebe Fürstin der Zwischenreiche und der 5. Weltrichtung. Das Leben ist schön und das Sterben kann's offenbar auch sein. Immer euch, liebe Fürstin, und auf herzliche Weise Untertan, dein Jörg. Und sein allerletzter Brief. Mhm. Liebe, liebe Lotte, herzlichen Dank für deinen Brief. Ich gebe zu, dass der Schmerz etwas Niederträchtiges ist, aber ich habe kein Bedürfnis zu schreien. Ein bisschen fluchen von mir aus, aber das kann man auch leise tun. Lass mich bitte stoisch sein, es fällt mir nicht schwer und ich muss mich dazu nicht zwingen. Ich fühle mich nicht in mir eingespannt und wenn mir nicht von ewigen Infusionen zeitweise übel und wenn ich nicht immer müder würde, hätte ich ein Gefühl des Schwebens, das sehr angenehm ist. Ja, ich werde es probieren und mich bemerkbar machen, wenn es geht. Vielleicht, dass ich dich in die Nase zwicke, dann oder irgend sowas. Eine Hetz wäre das schon. Aber wenn es nicht sein sollte, so ist nicht viel verloren. Schwarz ist nicht die Farbe oder nicht Farbe des Todes. Die ist weiß und das finde ich schöner, weil sich mehr darauf projizieren lässt. Alles Gute, dein Jörg. Das war sein letzter Brief und dann war er tot. Mhm. Und dann hat er mir eben das Donnerstagebuch diktiert. Ja. Und die zweite Zeugin, die in der Küche saß und auf einmal zu schreiben anfing, und zwar, ich druck auch, und zwar in einer völlig fremden, ich war eine normale Juristin, und fing auf einmal zu schreiben an, und zwar die Wörter ohne Trennung, ohne Buchstabentrennung, alles in einem, manchmal so groß, manchmal ganz klein, in einer völlig fremden Schrift. Sie konnte selber kaum lesen und sie war in einer Volltraus. Ich wusste damals nicht, sie war Volltraus-Medium, das habe ich nicht gewusst und sie selber hat es auch nicht gewusst. Ja. Und Lotte, ich bin Jörg Maute, ich will ein Buch mit dir schreiben. Lotte, ich bin Jörg, Lotte, versuch selber zu schreiben. Habe ich aber nicht probiert, ich habe mich nicht auskennt. Ich habe nicht selber geschrieben und sie hat immer weiter geschrieben. Lotte, Lotte, ich bin Jörg Maute und will ein Buch mit dir schreiben. Und ich hab doch der Nationalbibliothek
Die hat die Generaldirektorin, das war die Strebler, gesagt, was machen Sie eigentlich mit ihr? So, sag ich, naja, Altpapier. Sagst du, nein, ich wäre sehr interessiert. Da haben wir alles geschenkt, sogar die berühmte Autografen. Also sämtliche Briefe von meinem Mann, alle seine Komponierzettel, Bücher von Brief von Paul Feierabend, also von den tollsten Leuten, habe ich alles geschenkt. Und, da hab, und natürlich habe ich auch dabei geschenkt, diese merkwürdigen Briefe von der unbekannten Juristin. Und das habe ich mir raussuchen lassen aus der Nationalbibliothek und ließ sie kopieren. Also wenn, Sie werden sie in dem Buch lesen, ich lasse sie zumindest teilweise abdrucken, es sind zu viele. Und das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Und wir sind dann Freundinnen geworden, sie und ich. Und dann ist sie aus meinem Leben verschwunden. Und ich weiß inzwischen wo, denn sie ist wieder aufgetaucht. Und zwar war sie, ist sie Ritterin der Ehrenlegion, der französischen Ehrenlegion. Sie hat das große Goldene für Verdienste um Österreich in der EU und ist die Präsidentin aller freien Berufe in der EU. Also das heißt, sie ist also ein ganz großes, wichtiges Tier. Sie hat eine irre Karriere gemacht. Und da haben wir gedacht, naja, ob sie bei der Karriere, die sie gemacht hat, sie ist eine der wichtigsten Personen der politischen, ob sie die Geschichte bestätigen wird. Und? Ja, sie hat gesagt, freilich, Lotte, das ist ja wirklich passiert. Yeah. Sie hat es bestätigt. Wow, okay. Und hat gesagt, du, aber wie soll ich das machen? Du bist die Schriftstellerin. Ich sage, nein, pass auf, ich mache ein Interview mit dir. Ich stelle dir fünf Fragen und du beantwortest. Hast du Jörg Mauthe gekannt? Habe ich gefragt. Sie hat so geschrieben, selbstverständlich, als besonders mutigen Politiker, aber nicht persönlich. Und dann habe ich also so fünf Fragen gestellt. Und die sind dann auch in dem Buch drinnen sein, was eh schon angekündigt ist. Und dann eben diese Briefe. Und das ist schon merkwürdig. Also, und der Jörg Mauthe will, und das Buch, also das Donnerstagebuch, und das war ihm sehr wichtig, dass ich das schreibe. Und da schreibt er eben alles über die postmortalen Zustände. Und er hat gesagt, Lotte, wir wollen eine Brücke aus Licht bauen, über die einmal jeder gehen kann, dass diese ganze unendliche Trauer und Angst vergeht. Also wir wollen gemeinsam eine Brücke und das wollten wir auch wirklich beide. Und jetzt ist etwas Merkwürdiges passiert. Und es war jetzt, bevor ich nach Weitra gefahren bin im Sommer. Und der Jörg, der Erhard Busek war sein bester Freund und war, hat mir auch erzählt, er war am Sterbebett, er war dabei, als der Jörg Mauthe starb. Und die, Jörg Mauthes letzte Worte waren, wer werde ich in wenigen Minuten sein? Und tot. Und ich weiß, der Erhard Busek hat dann noch die Totenrede gehalten und die beiden haben sich so geliebt. Also und die haben in Österreich die tollsten Sachen gemacht. Also politisch und also war super. Es war die Zeit der bunten Vögel und so, es war großartig. Und jetzt im Sommer, bevor ich nach Weitra gefahren bin, in der Hofburg und ich stehe im Lift und steige gerade aus dem Lift auf und auf einmal sehe, da steht ja jemand im Lift und es war ein jüngerer Mann, so vielleicht Mitte 30, fröhlich, lacht mich an und sagt, Lotte, erkennst mich nicht, ich bin der Wolf. Und der Mauthe hat mich gefragt, bevor er gestorben ist, was bin ich für ein Tier? Habe ich gesagt, ein Wolf. Und sage ich, was bin ich? Du bist ein Käuzchen, eine Eule. Und ich habe den Toten immer Wolf genannt. Das ist auch im ganzen Donnerstagebuch, lieber Wolf, Wolf, Wolf. Und der Fremde im Lift sagt zu mir, und ich sehe ihn auch, und er fährt mir so ein Stich durchs Herz. Und ich wusste, der ist mir unendlich vertraut, aber ich habe ihn nicht erkannt. Und er sagt, Lotte, erkennst mich nicht? Ich bin der Wolf. Und in dem Augenblick fährt der Lift nach oben. Ich habe mir selber misstraut. Ich bin in der ganzen Hofburg in allen herumgerannt und habe geschaut, ob irgendein Herr Wolf dort wohnt. Nein, wohnt keiner, gibt keinen Herr Wolf. Und dann habe ich gefragt, es ist so gewesen, wie er es gesagt hat. Und dann habe ich in meiner Aufregung habe ich den Erhard Busek angerufen, weil ich war so aufgeregt.
und zwar auf der Handynummer. Und man denkt, hoffentlich ist er nicht gerade in Indien oder so. Ich habe morgen den Kasperl, mein Stiefsohn, der war damals gerade Innenminister, angerufen und sagt, Kasperl auf dem Handy, Kasperl, du hast eine komische Stimme auf einmal. Geht's dir gut? Ist eh alles in Ordnung? Wo bist du denn? In Indien, hat er gesagt. Also beim Busse kann man denken, der auf der ganzen Welt noch immer herumreist. Es war unser Vizekanzler, er war unser Wissenschaftsminister und so. Und ein toller, blitzgescheiter Mann. Und in meiner Aufregung habe ich ihn, also sein Best, und habe ihm das erzählt. Sagt er, ja, aber Lotte, der Jörg war doch nie fröhlich. Nein, sag ich, er hat auch ganz anders ausgeschaut und ganz anders. Also ist es möglich, dass der Tod uns tatsächlich verwandelt? Also es scheint so zu sein. Denn wer soll mir im Lift sagen, Lotte, erkennst mich nicht mehr, ich bin der Wolf. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, er will jetzt noch was von mir. Und ich frage ihn jede Nacht, Jörg, was willst du noch von mir, was soll ich tun? Mhm. Und? Noch keine Antwort? Noch keine Antwort, nein. Yeah. Also das heißt, also die Geschichte habe ich jetzt gestern der Verlegerin geschickt. Ah, ja. Und gesagt, sie soll sie ins Buch hineinschreiben. Ja. Vielleicht wollte er das, dass der Tod nichts weiter als eine Verwandlung ist. Ja. Das heißt also, diese Kontakte haben Sie immer noch, oder? Die habe ich noch, ja. Die haben Sie noch. Ja, aber nicht annähernd mehr so stark wie es. Ja. Glauben Sie, dass das was mit dem Alter zu tun hat, dass das weniger wird? Ja, und zwar habe ich einem alten Freund, den Hannes Fiegel, der auch damals mit mir bei der Rauch geheilert war, und der hat den Lehrstuhl Theologie, ist jetzt auch schon emeritiert. Mhm. Und ich sage, Jörg, ich sage, Hannes, überhaupt nichts. Kein Toter redet mehr mit mir, keine Gespenster besuchen mich, überhaupt nichts mehr. Sagt er, na Lotte, du bist alt geworden. Sag ich, das kann den Gespenstern doch wurscht sein, die wollen ja keine Gespuse mit mir haben. Sagt er, du missverstehst mich völlig. Es kostet dich jede Menge Energie, mit einem anderen System zu kommunizieren. Mhm. Und die Energie hast du nicht mehr. Mhm. Stimmt natürlich. Ja, aha. Okay. Wobei man ja auch vermuten könnte, dass vielleicht der Schleier noch dünner wird, oder? Naja, ich hoffe, vielleicht also knapp vor dem Tod, dass das noch einmal, dass der Schleier sich lüftet. Ja. Aber im Augenblick, das Letzte war, aber das wirklich eine der sonderbarsten Geschichten. Ja. Lotte, erkennst mich nicht. Ja. Ne? Ich bin der Wolf. Mhm. Aber demnach haben Sie keine Angst vorm Sterben, gell? Nein, wirklich nicht. Ich freue mich drauf. Wirklich? Naja, es ist nur das Problem, es sollte wirklich, ab einem gewissen Alter sollte man in der Apotheke kriegen das Mittel, also Morphium oder Opium oder was. Ja. Und ich habe versucht, mir es zu beschaffen, hoffnungslos. Ja. Und jeder, ab einem gewissen Alter hat jeder Mensch Angst, der Pflegefall zu werden. Klar. Und das Thema ist, das einzige Thema unter alten Leuten ist, wie räume ich mich weg? Und ich weiß, ich habe zwar linke Hände, wie immer ich es mache, werde ich es falsch machen. Und jetzt, ich habe gedacht, also Sterbefasten. Also wie lange das dauert? Naja, drei Wochen oder so. Glaube ich gar nicht, dass es so lange dauert. Also ich habe, also im Internet, ich google jetzt allerlei Sterbefasten. Ja, ich glaube, das ist, also man hört ja das, ne? Also ich weiß es ja von meiner eigenen Mutter auch, die hören ja dann auf einmal auf zum Essen. Hat zum ihre Trinken. Eigene Mutter auch? Na, die war nicht mehr sehr bewusst, also, aber die, das ist dieser natürliche Vorgang, ne? Dass der Körper einfach nichts mehr will. Ja, ja. Und das kann, das ist glaube ich nicht das Essen, es ist eher die Flüssigkeit, wenn die nicht mehr kommt. Ja, das ist das Quelle. Und ich habe gefragt, der war der vorvorige Präsident der Akademie der Wissenschaft, mit denen ich ja sehr viel zusammenarbeite. Ja. Und das war der hat den Lehrstuhl gehabt, der Pathologie in Graz. Und den habe ich gefragt, also ist der Tod, das Sterben, also, und hat er gesagt, das ist eine der schrecklichsten Todesarten, weil das so qualvoll ist, also das Verdursten. Mhm. Und jetzt denke ich mir, na ja,
das Leben ist eh nicht schön und ich hätte so gerne einen schönen Tag. Ja, aber vielleicht meint Gott ja dann gut mit Ihnen. Vielleicht meint das gut mit mir und ich bin eh. Ja, und dann hat mir ein Freund hat mir gesagt, das ist ein Onkopsychologe, also der tut Leute, ein Onkologe, der tut die Leute psychisch aufs Sterben vorbereiten. Also. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, du machst das falsch. Du wünschst dir jeden Tag, hoffentlich stirbe ich jetzt, hoffentlich stirbe ich bald, hoffentlich stirbe ich bald. So stirbst du nie. Du musst dir denken, hoffentlich lebe ich noch lang, hoffentlich lebe ich noch lang. Und 3 Tage später wirst du sehen, bist du tot. Mhm. Und das habe ich eh probiert, aber es funktioniert nicht, weil ich ja nicht wirklich will sterben. Und dann haben wir gedacht, naja, es ist so, wie wenn man bei einer Straßenbahn steht und denkt, Jesus, da kommt die endlich daher. Auf was ich geht's Fuß, ich komme ja sonst so spät. Und knapp drauf fährt es schon stolz an einem vorbei. Und die, zum Beispiel Physiker, wenn sie mit einem Elektron oder so experimentieren, in dem Augenblick, wo es für Blitz, Viertelsekunden wegschauen, dann haben die schon reagiert. Ja. Mhm. Das ist immer so, wenn man auf was wartet, dann wird es nichts. Mhm.